Danke auch meiner Vorrednerin in dieser Reihe, Frau Professor Diem. Ich habe gehört, was sie Ihnen, welche Probleme sie Ihnen das letzte Mal vorgelegt hat, nämlich, dass wir sehr kritisch mit dem Kulturbegriff umgehen müssen, ihn immer wieder in Frage stellen, verändern, modifizieren müssen, entsprechend neuen Konstellationen. Ich habe auch gehört, dass es dann mindestens aus dem Publikum die Auffassung gab, ja, dann wäre es vielleicht besser, ihn ganz fallen zu lassen und auf ihn zu verzichten. Ich sage es vorab, ich gehöre zur ersteren Fraktion und in welchem Sinne genau, das will ich Ihnen im Folgenden erklären. Also auch bei mir geht es um einen Vorschlag, den Kulturbegriff, wie er meistens noch gebraucht wird, zu verändern. Ein bestimmtes Element in diesem Kulturbegriff, das mir obsolet scheint, zu verändern und durch eine neuere Bestimmung zu ersetzen. Zunächst eine generelle Bemerkung zum Kulturbegriff. Es wird niemand bezweifeln, dass wir Menschen ganz wesentlich Kulturwesen sind. Wenn wir aufwachsen in unserer Ontogenese, was ist das anderes als das Erlernen von kulturellen Fähigkeiten und das Hineinwachsen in eine Kultur? Und wenn wir in die Phylogenese schauen, dann ist klar, ja genau diese Kultur resultiert selber aus einer langen Evolution von kulturellen Schritten. Also Kultur ist mehr als bedeutsam für den Menschen. Das ist klar. Nun, worauf ich hinweisen will, ist, dass der Kulturbegriff mindestens zwei Dimensionen hat, die ich zu unterscheiden anrate. Erstens ist da eine inhaltliche Bedeutung. Kultur als ein Sammelbegriff für diejenigen Praktiken, durch welche die Menschen ihr Leben so herstellen, führen, erzeugen, dass es ein menschliches Leben ist. Dazu gehören Alltagsroutinen, Kompetenzen, Überzeugungen, Umgangsformen, Sozialregulationen, Orientierungen, Weltbilder und was immer noch. All das bezieht sich auf diese erste Dimension, die inhaltliche Bedeutung von Kultur. Also die Antwort auf die Frage, worum geht es dabei? Was sind die Gegenstände? Zweitens haben wir aber, wenn wir von Kultur sprechen, in den meisten Fällen auch eine geografische oder nationale oder ethnische Extension der betreffenden Praktiken im Sinn. Kultur bezieht sich in diesem zweiten Sinn auf die Ausdehnung derjenigen Gruppe oder Gesellschaft oder Zivilisation, für welche die jeweiligen kulturellen Inhalte oder Praktiken typisch sind. Hier folgt man eben diesen, dort jenen Praktiken. Das ist die zweite, ich nenne sie die extensionale Bedeutung von Kultur. Die erste könnte man auch die intentionale Bedeutung nennen. Nun, generell rate ich an, die beiden Bedeutungen nicht wie selbstverständlich zu amalgamieren, sondern zu unterscheiden. Mein Vorschlag, den ich heute unterbreiten will, bezieht sich allein auf die zweite, die extensionale Bedeutungsdimension. Der Rat ist, diese Extension anders zu verstehen als traditionell und kurz gesagt nicht mehr nach dem alten Modell abgegrenzter Kulturen, sondern so, wie ich denke und dann ausführen will, dass Kulturen heute de facto verfasst sind, nämlich transkulturell. Als ich vor bald 20 Jahren anfing, dieses Konzept der Transkulturalität zu entwickeln, stand ich sehr stark unter dem Eindruck, dass unser herkömmlicher Kulturbegriff auf seinen Gegenstand, die heutigen Kulturen, nicht mehr passt. Umgekehrt, die zeitgenössischen Kulturen schienen mir eine andere Verfassung angenommen zu haben, als die überkommene Vorstellung von Kultur noch immer behauptete oder suggerierte. Also dachte ich, brauchen wir eine neue Konzeptualisierung von Kultur. Und das habe ich dann unter dem Titel Transkulturalität versucht. Nun will ich zunächst umreißen, was mir das alte, obsolete Konzept von Kultur zu sein scheint. Es ist das Konzept, das im späten 18. Jahrhundert entstand, maßgeblich durch Herder geprägt, insbesondere schon in der Schrift Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit
von 1774, nebenbei bemerkt, ein herrlicher Titel, auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit. Das drückte aus, dass er es schon satt hatte. Seit 1750 waren da immer solche Vorschläge entstanden. Also auch eine heißt noch eine, ja, irgendwie noch ein Gedicht. So. Und dann hat er das Konzept groß ausgeführt in seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, in 4 Bänden erschienen von 1784 bis 1791. Ich betrachte jetzt auch Herder mal nur auf diesen zweiten, den extensionalen Aspekt hin. Unter dem intentionalen Aspekt hat Herder große Fortschritte gebracht, indem er das Kulturprinzip tatsächlich und den Kulturbegriff auf Alltagspraktiken, auf Techniken und dergleichen ausgeweitet hat, sodass ein herdisches Kulturverständnis immun war gegen den späteren ominösen Unterschiede oder die Gegenüberstellung, die in der deutschen Kulturphilosophie dann üblich wurde, von hoher Kultur gegenüber niedriger Zivilisation. Also es gibt sehr viele positive Aspekte in Herder. Ich beziehe mich jetzt allein auf diesen extensionalen Aspekt, der mir kritikabel zu sein scheint. Der Punkt ist, Herder versteht die Kulturen im Stil von Kugeln. Jede Kultur ist wie eine Kugel, und das heißt, sie soll intern homogen sein, und nach außen sollen die Kulturen als Kugeln eben klar voneinander abgegrenzt und unterschieden sein. Ein Zitat: Jede Nation hat ihren Mittelpunkt der Glückseligkeit in sich, wie jede Kugel ihren Schwerpunkt. Da sieht man, dass er ausdrücklich dieses Kugelmodell verwendet. Und die erste Forderung, die daraus resultiert, ist die der inneren Homogenität. Fremdes sollte minimiert sein und die soziale Binnendifferenzierung wird jedenfalls an heutigen Verhältnissen gemessen von Herder bei weitem unterschätzt. Im Grunde sollen alle, was die Kultur angeht, die gleichen Vollzüge und Verfahrensweisen haben. Die Kultur soll das Leben eines Volkes im Ganzen wie im Einzelnen prägen, jede Handlung, jedes Objekt soll ein unverwechselbarer Bestandteil gerade dieser Kultur sein. Also wenn ein neutraler Beobachter von außerhalb auf die Welt blicken würde und irgendeinen Menschen und dessen Verhalten sehen würde, könnte er sofort sagen, das ist Kultur A, B oder C. Könnte er eindeutig sagen, das war die alte, ich denke, wahnsinnige Vorstellung. Warum wahnsinnig, will ich Ihnen durch ein Zitat verdeutlichen von T.S. Eliot. T.S. Eliot hat 1948 neoherderisch diese Vorstellung aufgenommen und so formuliert: Kultur ist die Gesamtform, in der ein Volk lebt, von der Geburt bis zum Grabe, vom Morgen bis in die Nacht und selbst im Schlaf. Das heißt, T.S. Eliot scheint der Auffassung gewesen zu sein, dass wir Menschen jeweils national spezifisch atmen, schwitzen, schlafen und so weiter. Grotesk. Der andere Punkt, die entschiedene Absetzung nach außen. Also ja, die Kugel nach innen homogen, wenn nicht, würde sie ja zerfallen, und nach außen klar abgegrenzt. Also ein separatistisches Kulturkonzept. Herder schreibt, was nun die Relation einer Kultur zu einer anderen angeht: Alles, was mit meiner Natur noch gleichartig ist, was in sie assimiliert werden kann, beneide ich, streb's an, mache mir's zu eigen. Klingt toll. Geht aber weiter. Darüber hinaus hat mich die gütige Natur mit Fühllosigkeit, Kälte und Blindheit bewaffnet. Sie kann gar Verachtung und Ekel werden. Das heißt, das, was ganz ähnlich ist oder ganz problemlos integrierbar ist, so ein bisschen Verbesserung des eigenen, ja, die eine Nation hat das Auto erfunden, die andere macht es dann besser, das ist okay, aber was wirklich auf die Seite von fremd anders zu verbuchen wäre, da hat uns die gütige Natur mit Fühllosigkeit, Kälte, Blindheit bewaffnet, soll bis Verachtung und Ekel gehen. Diese Ausgangsvorstellung, dass Kulturen wie Kugeln sind, verfügt beides zugleich, den inneren Homogenisierungsdruck
und die starke äußere Abgrenzung, die bis zu Formen der Feindseligkeit und der kriegerischen Auseinandersetzung gehen kann. Konzeptionell, behaupte ich, ist das konsistent. Wenn Kulturen wie Kugeln aufgefasst sind, dann können sie nicht wirklich miteinander kommunizieren. Sie können einander also berühren, aber eben nicht durchdringen. Sie können gar keine Verbindung aufnehmen, wenn das eben Kugeln sind. Ja, das ist so das Kulturbillard, was da konzeptualisiert wird. Sie können einander, wie Herder das selber ganz treffend ausgedrückt hat, also als Kugeln aufgefasste Kulturen, können einander nur stoßen. Das, meine Damen und Herren, ist die Ursprungsstätte der Idee vom Clash of Civilizations. Also, das scheint mir die Krux dieses Kugelkonzepts zu sein. Sie verfügt eine innere Homogenität und einen äußeren Separatismus. Es kann keine Kommunikation, sondern nur Stoß, Abstoß oder Vernichtung zwischen Kulturen geben. Das heißt auch, wenn die Kulturen, unsere Kulturen, tatsächlich inselartig und kugelhaft verfasst wären, dann könnte man die Schwierigkeiten ihrer Koexistenz und Kooperation weder loswerden noch lösen. Aber, so damals mein Eindruck und inzwischen verstärkt, die Beschreibung heutiger Kulturen als Kugeln ist deskriptiv falsch und normativ irreführend. De facto haben unsere Kulturen längst nicht mehr die Form der Homogenität und Separiertheit, sondern sie durchdringen einander, sie sind weithin durch Mischungen gekennzeichnet und für diese neue Struktur habe ich damals den Terminus Transkulturalität geprägt. Dem Doppelsinn des lateinischen Trans entsprechend soll dieser Ausdruck zum einen andeuten, dass die heutige Verfassung der Kulturen jenseits der alten Kugelverfassung liegt und zweitens, dass dies eben insofern der Fall ist, als die für Kultur konstitutiven Elemente heute quer durch die Kulturen hindurchgehen, die alten Grenzen überschreiten, sodass sich heute zwischen den Kulturen etliche Überschneidungen und Gemeinsamkeiten finden, die dem alten separatistischen Kulturkonzept eklatant zuwiderlaufen. Also es geht mir um ein Kulturkonzept, das eher auf die Verhältnisse des 21. Jahrhunderts zugeschnitten ist, als dass es die alten Vorstellungen des 19. Jahrhunderts weiter transportiert. Ich will Ihnen nun einige Hauptpunkte dieses Konzepts darlegen. Ich unterscheide zwischen Aspekten der Makroebene, also der gesellschaftlichen Ebene, und Aspekten auf der Mikroebene, der individuellen Ebene. Zunächst zur Makroebene. Ich denke, alles, was ich Ihnen da sage, ist heute schier Gemeingut, geradezu selbstverständlich, aber Sie können mir glauben, vor 20 Jahren das zu äußern, galt als skandalös und hat mir viele professionelle, also in der philosophischen Zunft, Anfeindungen und Nachteile eingebracht. Erster Punkt, externe Vernetzung der Kulturen. Zeitgenössische Kulturen sind denkbar stark miteinander verbunden und verflochten. Lebensformen enden nicht mehr an den Grenzen der Einzelkulturen von einst, der vorgeblichen Nationalkulturen, sondern überschreiten sie, finden sich auch in anderen Kulturen. Die Lebensform eines Ökonomen, eines Wissenschaftlers, eines Journalisten ist nicht mehr einfach deutsch oder französisch, sondern wenn schon europäisch oder global geprägt. Zweiter Punkt. Zeitgenössische Kulturen sind intern durch Hybridisierung gekennzeichnet. Für eine jeweilige Kultur sind tendenziell alle anderen Kulturen zu Binnen gehalten geworden. Das gilt auf der Ebene der Bevölkerung, der Waren und der Information. Weltweit leben in der Mehrzahl der Länder auch Angehörige aller anderen Länder dieser Erde. Immer mehr werden die gleichen Artikel, wie exotisch sie einst auch gewesen sein mögen, aller Orten verfügbar und die elektronischen Kommunikationstechniken machen alle Informationen von jedem Punkt aus quasi identisch verfügbar. Entschuldigung. Diese Veränderungen sind natürlich eine Folge
zum Beispiel der weltweiten Verkehrs- und Kommunikationssysteme, aber auch der Migrationsprozesse und natürlich von ökonomischen Abhängigkeiten. Hier spielen sehr stark Fragen der Macht herein. Aspekte, die heute sehr stark unter der Begrifflichkeit der Globalisierung verhandelt werden. Dritter Aspekt, Umfassendheit. Ich behaupte, dass die Durchdringung der Kulturen keineswegs nur die Konsumkultur betrifft, wie manchmal gesagt wird, ja, für McDonald's und Coke und all diese anderen schönen und schrecklichen Dinge mag das gelten, sondern dass alle kulturellen Dimensionen von den täglichen Routinen bis zur Hochkultur von dieser Veränderung in Richtung Transkulturalität betroffen sind. Banal zu sagen, dass die Speisezettel offensichtlich immer mehr transkulturell werden, vielleicht schon weniger banal, der Wandel in der Medizin. Mir ist aufgefallen, auch sozusagen schmerzlich aufgefallen, als ich mal in Shanghai war und ein Problem hatte, ein Knieproblem damals schon, und dachte, ja, jetzt bin ich doch in dem Land, wo mir da endlich geholfen werden kann, nämlich nicht mit Spritzen oder so Zeugs oder gar Operationen, sondern jetzt Akupunktur und die alte traditionelle chinesische Medizin her. Meine akademischen Kollegen, die ich also bat, mich da zu jemandem zu bringen, die haben mich angeschaut und die dachten, ja, der nimmt uns auf den Arm. Die konnten nicht glauben, dass es ernst gemeint sei. Die haben mir erzählt, wir im Westen hätten doch die viel bessere Medizin und ich sollte doch unbedingt zu einem westlichen Doktor gehen. Ich will jetzt nicht die Zeit verschwenden, wie katastrophisch das alles endete, aber das war schon sehr merkwürdig, dass man also zu einer Zeit, wo mir bewusst war, in europäischen Buchhandlungen finde ich in der Medizinabteilung oder auf den Büchertischen alles Mögliche über diese alternativen oder alten chinesischen Heilmethoden, aber in China werden sie nicht mehr geschätzt. Das ist eben der Punkt. Ja? Die westliche Medizin populär im asiatischen Raum und natürlich die östliche Medizin, Akupunktur, Qigong, Ayurveda und so weiter, dringt im Westen vor. In der Popkultur ist es ohnehin klar, dass eine Sortierung der Stars oder der Ikonen längst unmöglich geworden ist. Ich denke, dass die Spice Girls in Deutschland nicht weniger populär waren als in Großbritannien. Und vor 10 Jahren konnte man David Bowies und Michael Jacksons über die ganze Welt hin verteilt in jedem Flugzeug sehen. Angesichts dieser Entwicklung jetzt nur mal in der Popkultur mache man sich vielleicht auch klar, wie grotesk eigentlich das ist, was alle Jahre stattfindet und kürzlich, glaube ich, wieder stattfand, dieser Eurovision Song Contest. Wo es schier unmöglich wäre, irgendetwas Nationales zu erkennen. Aber es wird ganz atavistisch mit nationalem Pathos aufgeladen. Höhere Formen der Kultur im Theater heute finden Sie Einfluss von Kabuki, von First Nation People, Ritualen in Kombination mit dem klassisch-europäischen Sprechtheater. Die Geschichte des Tanzes im 20. Jahrhundert war durchweg eine Geschichte transkultureller Vermischungen. Auch die Universitäten werden natürlich weltweit ähnlicher. Und schließlich die neue kulturelle Durchdringung, diese Transkulturalisierung, hat Auswirkungen auch auf wirkliche Grundfragen. Heute treten vielfach die gleichen Probleme und Bewusstseinslagen in den angeblich so verschiedenen Kulturen auf. Ich denke etwa an die Menschenrechtsdiskussionen, an die feministische Bewegung oder an das ökologische Bewusstsein. Sie bilden mächtige Wirkfaktoren quer durch die verschiedenen Länder. Dem alten Kulturmodell und seiner Differenzfiktion zufolge wäre dergleichen ganz unmöglich, was umgekehrt die Obsoletheit dieses Modells belegt. Nun, was ich Ihnen bisher gesagt habe, das, denke ich, sagen heute viele. Jetzt kommt ein Punkt, der mir besonders wichtig ist und der vielleicht etwas spezifischer ist. Ich gehe von dieser Makroebene zur Mikroebene über, zu dem, was ich nenne, die transkulturelle Prägung der Individuen. Auch im Blick auf die einzelnen Individuen, denke ich,
dringt Transkulturalität heute und seit langem vor. Die meisten unter uns, behaupte ich, sind in ihrer kulturellen Formation durch mehrere kulturelle Herkünfte und Verbindungen bestimmt. Wir sind kulturelle Mischlinge, kulturelle Identität ist heute Patchwork-Identität. Heutige Heranwachsende werden schon alltäglich mit einer weitaus größeren Anzahl kultureller Muster bekannt, als es in der Eltern- oder Großelterngeneration der Fall war, sei es, weil man auf der Straße mehr Menschen mit unterschiedlichem kulturellem und ethnischem Hintergrund trifft als früher, sei es, weil man das über die Medien kennenlernt. Also jedenfalls ganz alltäglich, ganz selbstverständlich, schier trivial ist das Bekanntwerden mit kulturellen Mustern unterschiedlicher Art ungleich höher als früher. Und deswegen können die Heranwachsenden bei ihrer kulturellen Identitätsbildung, wenn sie ihren eigenen Kulturmix erstellen, eine Vielzahl von Elementen unterschiedlicher Herkunft aufgreifen und verbinden. Meine Behauptung ist, dass das schier für jedermann gilt, nicht etwa nur für Migranten, die besonders in dieser Situation sind, eine andere Kultur kommend aus dieser Elemente aufnehmen zu müssen. Die Alternativen zum Standard von einst liegen heute nicht mehr außer Reichweite, sondern sind selber schon Teil des Standards geworden. In diesem Sinn meine ich, heutige Menschen sind zunehmend in sich transkulturell. Als ich aufwuchs, war so etwas wie Buddhismus, ein Buddhist zu werden, überhaupt keine Option. Warum nicht? Ne? Also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, ich glaube 24.000 Einwohner in Franken, so in der Nähe von Bayreuth. Keine Buddhisten da, ganz einfach. So etwas kannte man nicht. Heute haben wir nicht nur in den Medien, sondern auch im Alltag Buddhismus. Das sind riesige Veränderungen, denke ich. Einfach die selbstverständliche, die alltägliche Präsenz unterschiedlicher kultureller Muster, sozusagen der Topf, aus dem man dann wählen kann, aus dem man seine Identität erstellen kann, ist ungleich gefüllter geworden heute. Und es muss ja nicht gleich so sein, dass man nun ein Buddhist wird, ja? In vielen Fällen scheint es mir heute so zu sein, dass die Menschen so kleine Teile hereinnehmen in ihre Identität. Also es reicht ja, wenn man, was weiß ich, mehr Sinn für Meditation hat oder mehr Gelassenheit entwickelt. Oder ich mache die Bemerkung, weil ich gestern Abend mit Kollegen in ein Restaurant ging in Jena, nach Vortrag und Diskussion, in ein Thüringer Restaurant natürlich. Und was stand da am Eingang? Nichts in der Welt ist unbedeutend. Ha, dachte ich, ja, das sind diese Leute, die so viel herumlesen und die offenbar einmal einem Buddhisten begegnet sind und das jetzt als attraktiven Sinnspruch dahinstellen. Ein Spruch, der thüringisch, Sie können mir es glauben, ich bin da zehn Jahre lang jetzt schon jede Woche mehrere Tage, der thüringisch ganz unmöglich wäre. Nichts in der Welt ist unbedeutend. Aber es sind so kleine Hereinnahmen von alternativen, Inkorporation von alternativen Kulturelementen. Amy Goodman, die amerikanische Politologin, hat schon vor einigen Jahren geschrieben, dass die Identität der meisten Menschen, nicht bloß die von westlichen Intellektuellen oder Eliten, heute durch mehr als eine einzige Kultur geformt ist. Nicht nur Gesellschaften, auch Menschen sind multikulturell, so formuliert sie das. Also noch einmal, es geht mir darum, dass nicht nur in der Gesellschaft unterschiedliche kulturelle Muster existieren und nebeneinander sind, so wie wir das etwa in Berlin dann beim Karneval der Kulturen am letzten Wochenende genießen und feiern. Es geht mir um mehr als um das, was man Cultural Diversity nennt. Es geht mir um die innere Diversity der Individuen. Jeder von uns, denke ich, ist in seiner kulturellen Identität vielfältiger, gemischter als unsere Eltern oder Großeltern es waren. Eine solch innere Diversität oder Pluralität ist historisch natürlich nicht völlig neu. Wir kennen wundervolle Proklamationen innerer Pluralität von großen Geistern, von Montaigne,
angefangen, der schrieb, ich bin aus lauter bunten Flicken zusammengesetzt, von denen jeder sein eigenes Spiel treibt und es gibt kein Generalmanagement sozusagen, keinen Master oder Homunculus, der die alle an der Strippe ziehen hat, sondern das sind wie selbstständige Marionetten und er war sehr froh, so zu sein. Oder ein anderes Beispiel, das ich besonders liebe, Walt Whitman, 1855 im Song of Myself, Leaves of Grass. Do I contradict myself? Also ja, er beschreibt ja so seine Erfahrungen und seine Selbstinterpretation so vor sich hin. Und dann eben die Frage, do I contradict myself? Very well then, I contradict myself. I am large, I contain multitudes. Also ein sehr großmächtiges Bewusstsein dessen, ich bin so umfassend, ich bin so groß, ich kann vieles haben und dazu gehört wieder diese Widersprüchlichkeit. Ich will nicht behaupten, dass es in jedem Fall möglich sein muss, alle Identitätsanteile auf eine Reihe zu kriegen. Schon Freud hat gemeint, dass das nur eine Illusion des Ich ist, hätte das gerne, schafft es aber nicht. Und ich glaube, unter transkulturellen Bedingungen vielleicht noch weniger. Und eine dritte Vorgängerfigur, Ibsens Peer Gynt. Der scheint mir eine schier paradigmatische Figur der Transkulturalität zu sein. Als Peer Gynt seine Identität erforscht, entdeckt er in sich eben eine ganze Reihe von Personen, einen Goldgräber, einen Archäologen, einen Passagier, einen Bon Vivant, einen Propheten und so weiter. Und dieser inneren Pluralität entspricht bei ihm die Pluralität äußerer Aufenthaltsorte. Er ist ein Wanderer zwischen unterschiedlichen Ländern und Kulturen, zwischen der norwegischen Heimat und Marokko, der Sahara und Ägypten, dem Atlantik und dem Mittelmeer und zahlreichen mythischen Orten. Peer Gynt, denke ich, repräsentiert den Übergang vom alten Ideal der Person, die Person als Monade, also kugelartig, monolithisch, wie die alten Kulturen sein sollten, zur neuen Seinsweise der Person, der Seinsweise eines Wanderers zwischen verschiedenen Welten und Kulturen, zur Seinsweise eines Nomaden. Von Monade zu Nomade. Nur ein Buchstabentausch. Und der ganze Wechsel ist vollzogen. Also, dies sind natürlich drei Beispiele, Montaigne, Walt Whitman und Ibsens Peer Gynt, von sozusagen exquisiten Personen, weil die das gepriesen haben, diese innere Pluralität. Und die war sicherlich sehr viel seltener früher. Der Vorgang scheint mir der zu sein, dass das, was einst nur für solch exquisite Subjekte gegolten hat, zunehmend für jedermann eine Möglichkeit wird. Ich denke, dass diese innere Transkulturalität, Mikroebene, einen großen Vorteil bringt im Blick auf die Schwierigkeiten der Transkulturalität auf der Makroebene. Die innere Transkulturalität, denke ich, befähigt die Individuen, besser mit äußerer Transkulturalität zurechtzukommen. Warum? Wenn die Identität eines Individuums aus mehreren Elementen zusammengesetzt ist, dann besteht eine gute Chance, dass mit der ebenfalls aus mehreren Elementen zusammengesetzten Identität eines anderen Individuums eine gewisse, vielleicht nur kleine, aber eine gewisse Schnittmenge besteht. Die Chance ist sehr viel größer, als wenn es sich um so der alten Vorstellung nach monolithische Identitäten handelt, dann gibt es eben überhaupt keine Überschneidung. Im Grunde gibt es nach dem alten Modell Gleichheit oder Andersheit und Kommunikation ist nur möglich mit den Gleichen. Unter den Bedingungen der internen Vielheit wächst also die Chance, dass es Schnittmengen der Gemeinsamkeit gibt, die dann zur Kommunikation befähigen. Solche Individuen können in Austausch eintreten, sie können ihre Gemeinsamkeiten entdecken, sie können neue Gemeinsamkeiten entwickeln und sie werden in der Begegnung mit Fremdem eher in der Lage sein, nicht eine Haltung der Abwehr einzuschalten, sondern Praktiken der Kommunikation zu entwickeln. Darin sehe ich einen großen Vorteil
dieses Übergangs zu Transkulturalität. Ein Beispiel von Diane Ravitch. Sie berichtet von einer schwarzen Läuferin, die erklärt hat, dass ihr Vorbild Michail Baryshnikov ist, der Tänzer. Sie bewundere ihn, weil er ein großartiger Athlet ist. Und Diane Ravitch, die viel über Probleme des Multikulturalismus geschrieben und gedacht hat, kommentiert das folgendermaßen. Michail Baryshnikov ist nicht schwarz, er ist keine Frau, er ist kein gebürtiger Amerikaner, er ist nicht einmal ein Läufer, aber er inspiriert sie durch die Art, wie er seinen Körper trainiert und eingesetzt hat. Zitat Ende. Sie meint also, dem alten Denken, dem Kasten- und Gruppendenken zufolge, wäre die Vorbildwahl dieser Läuferin mehrfach unmöglich. Dem Geschlecht nach, der Hautfarbe nach, der Nationalität nach, ja, sogar dem Beruf nach. Aber das zeigt, so Diane Ravitch, dass man in der jüngeren Generation heute die Scheuklappen des Abgrenzungsdenkens ablegt und dass so eine Wahl ganz selbstverständlich möglich wird. Und sie kommentiert, wie engstirnig ist es doch zu glauben, dass Leute einzig durch Personen inspiriert werden könnten, die rassisch und ethnisch genauso sind wie sie. Ich will in einer nächsten Überlegung eingehen auf das Verhältnis des Transkulturalitätskonzepts zu den Konzepten der Multikulturalität und der Interkulturalität. Oft werden die drei ja in einem Atemzug genannt. Ja, manche gebrauchen die Ausdrücke schier synonym. Ich halte das für falsch. Ich sehe große und klare Unterschiede zwischen diesen Konzepten. Erstens, die Konzepte der Multi- und Interkulturalität halten, so meine freche Behauptung, mein Vorwurf, noch immer am alten Kugelmodell von Kultur fest. Der Unterschied der beiden liegt nur darin, dass die Multikulturalisten diesen Blick auf Verhältnisse innerhalb einer Gesellschaft, die Interkulturalisten hingegen im Blick auf Verhältnisse zwischen Gesellschaften tun. Der Multikulturalismus sieht die Partialkulturen innerhalb einer Gesellschaft wie Inseln oder Kugeln, ja, genuin eigen und dergleichen, an und befördert dadurch, sehr schnell gesagt, Tendenzen der Ghettoisierung. Und darin schlägt eben die Erblast des alten Kulturverständnisses durch. Kugelkulturen haben das Ghetto eben nicht zum Negativbild, sondern zum Ideal. Das Konzept der Interkulturalität geht ebenfalls weiterhin von der alten Kugelvorstellung der Kulturen aus und ist unter dieser Prämisse bemüht, dann einen interkulturellen Dialog zu inszenieren, also Verständigung anzubahnen. Und ich habe also in den letzten 20 Jahren wirklich oft bei so Interkulturalitätskonferenzen teilgenommen und weiß, glaube ich, ziemlich, wovon ich rede. Man gerät regelmäßig an folgende Barriere. Also man sagt, ja, man muss den anderen verstehen, aber das Verstehen, also die Hermeneutik ist sozusagen die Methode für die Kulturalisten, das Verstehen gerät da doch an Grenzen. Und es ist klar, nach der Gadamerschen Hermeneutik kann jemand, also der wie ich da irgendwo in Franken geboren ist, der kann seinen Horizont erweitern. Ja, über Bekannte und über Bildung und Universität und Lesen und Reisen und weiß der Teufel was. Aber er kann ihn maximal erweitern bis zur Dimension seiner Herkunftsgeschichte oder Wirkungsgeschichte, wie Gadamer das nennt. Das heißt, ich kann auf Deutschland erweitern, irgendwie dann auf die griechische Tradition. Bis dorthin komme ich. Idealiter kann ich, weil ich ein Gewächs dieser Tradition bin oder ein Produkt dieser Tradition, diese Tradition verstehen. Ist schwierig manches, aber ist im Prinzip möglich. Aber ich kann nicht Gewächse aus einer anderen Tradition, afrikanisches, asiatisches, kann ich nicht verstehen, sondern nur missverstehen. Das ist die Lehre der Gadamerschen Hermeneutik. Also da habe ich immer nur das andere, das ich mir dann zurechtmodle.
Und deswegen ist, solange man dieses Konzept beibehält, dass die Kulturen wie Kugeln sind und ich also gebunden bin in eine Kugel, auch wenn das schon eine Großkugel ist, abendländischer Raum, solange man dieses Konzept beibehält, ist es vom Prinzip her ausgeschlossen, dass ein Verstehen des wirklich anderen möglich ist. Was bedeutet, dass diese Interkulturalitätsbemühungen auf Ewigkeit scheitern müssen, negativ formuliert, positiv formuliert, ob ihrer momentan noch bestehenden Vergeblichkeit immer neue Anträge bei den Förderungsinstitutionen, Stiftungen und dergleichen einbringen können. Da ist ein Problem, da müssen wir noch weiterarbeiten. Man kann als Philosoph sofort sehen, so kann es nicht gehen. Und natürlich der Fehler, meine Erklärung, ist die grundlegende Unterstellung, dass die Kulturen Kugeln seien und dass ein Individuum definiert sei durch die Kugel, in der es groß geworden ist. Ich halte das, nicht nur ich, auch andere Philosophen halten das schlicht für falsch und vielleicht können wir in der Diskussion noch über Belege sprechen. Eine Ergänzung. Es ist nicht so, dass Transkulturalität etwas völlig Neues ist. Ganz im Gegenteil. Transkulturalität war historisch eher schon die Regel. Die Kulturen waren weitaus weniger rein und viel transkultureller, als man es seit dem späten 18., frühen 19. Jahrhundert sieht, also als die romantische und historistische Fiktion der Kulturkugeln das sehen will. Man hat zum Beispiel im späten 18. Jahrhundert Klassik Griechenland zum großen Ideal erklärt und dabei eine historisch völlig falsche Fiktion aufgemacht, dass Griechenland so etwas gewesen sei wie eine aus sich sprudelnde Quelle des Abendlands. Man hat völlig unterschlagen damals, wie groß der Einfluss von Ägypten und Asien, Babylonien, Phönizien und dergleichen für die Entstehung der griechischen Kultur war. 40% der griechischen Wörter sind semitischen Ursprungs. Und da haben diese alten Kugelfanatiker uns erzählt, Griechenland sei sozusagen genuin aus sich geboren. Also wenn man genau hinschaut, sieht man nur aus diesen, zum Beispiel die Ursprünge der Philosophie bei den sogenannten Kleinasien zeigen aufs Deutlichste den Einfluss anderer Kulturen. Griechenland wird dann irgendwie eigen, aber in den Ursprüngen ist es absolut transkulturell. Genauso das spätere Europa. Wenn Sie an den Warenverkehr oder Kunstgeschichte denken, das war gigantisch transkulturell. Die Stile waren länder- und nationenübergreifend und etliche Künstler haben ihre besten Werke fern der Heimat geschaffen. Paradebeispiel für die deutsche Seele, Albrecht Dürer, der lange als der deutsche Künstler schlechthin galt. Wie war das? Na, in Nürnberg hat er angefangen, stimmt schon. Aber dann musste er nach Italien gehen, um er selbst zu werden. Und ein paar Jahre später musste er ein zweites Mal nach Italien gehen, um ganz er selbst zu werden. So war das in Europa. Transkulturalität hat gegolten. Ein Zitat, weil ich es so liebe, aus Zuckmeyers Des Teufels General. Der General Harras erklärt dort dem Fliegerleutnant Hartmann, der ziemlich nationalistische Auffassung ist, Folgendes. Er sagt, stellen Sie sich doch mal Ihre Ahnenreihe vor, seit Christi Geburt. Und das ist natürlich eine Aufforderung, also Sie können das Spiel alle mitmachen. Da war ein römischer Feldhauptmann, ein schwarzer Kerl, braun wie eine reife Olive, der hat einem blonden Mädchen Latein beigebracht. Und dann kam ein jüdischer Gewürzhändler in die Familie, das war ein ernster Mensch. Der ist noch vor der Heirat Christ geworden und hat die katholische Haustradition begründet. Und dann kam ein griechischer Arzt dazu oder ein keltischer Legionär, ein Graubündner Landsknecht, ein schwedischer Reiter, ein Soldat Napoleons, ein desertierter Kosak, ein Schwarzwälder Flößer, ein wandernder Müllerbursch vom Elsass, ein dicker Schiffer aus Holland, ein Magyar, ein Pandur, ein Offizier aus Wien, ein französischer Schauspieler, ein böhmischer Musikant. Das alles hat am Rhein gelebt, gerauft, gesoffen und gesungen und Kinder gezeugt. Und der Goethe, der kam aus demselben Topf. Und der Beethoven.
und der Gutenberg und der Matthias Grünewald und, ach was, schau im Lexikon nach. Es waren die Besten, mein Lieber, die Besten der Welt. Und warum? Weil sich die Völker dort vermischt haben. Vermischt wie die Wasser aus Quellen und Bächen und Flüssen, damit sie zu einem großen, lebendigen Strom zusammenrennen. Das, meine Damen und Herren, scheint mir eine realistische Beschreibung der historischen Transkulturalität. Ich habe dafür auf Griechenland verwiesen, auf Europa. Es gilt für alle Kulturen. Beispielsweise wäre es ganz unmöglich, die japanische Kultur, die man gerne so als Paradigma nimmt, einer absolut eigenständigen Kultur, ist ganz unmöglich, diese Kultur zu beschreiben, ohne Berücksichtigung ihrer Verflechtungen mit der chinesischen, koreanischen, indischen, hellenistischen und natürlich auch der modernen europäischen Kultur. Edward Said hat meines Erachtens sehr treffend und knapp die Sache formuliert. Alle Kulturen sind Hybrid, keine ist rein, keine ist identisch mit einem reinen Volk, keine besteht aus einem homogenen Gewebe. Also ich denke, dass das historisch stimmt, dass historisch, abgesehen von dieser Fiktion gegen Ende des 18. Jahrhunderts und des 19. Jahrhunderts, als alles auf Nationalismus gebracht wurde, dass es historisch stimmt, dass Transkulturalität eher die Regel war. Dennoch, glaube ich, muss man sagen, dass das Ausmaß der Transkulturalität in den letzten Jahren stark angestiegen ist. Eine wirklich globale, eine erdumfassende Lingua Franca beispielsweise hatte die Welt zuvor nicht gekannt und auch nicht einen wirklich weltweiten Zusammenschluss durch Informations- und Transportwesen. Ich denke also, dass die kulturellen Gemengelagen heute stärker sind als zuvor. Nun zu einem der Haupt- und Standardeinwände. Die gängigste Befürchtung lautet, dass Transkulturalität auf Uniformierung hinauslaufe. Ich halte das natürlich für falsch. Ich denke, dass Transkulturalität eher mit einem neuen Typus von Unterschiedlichkeit verbunden ist. Warum die Uniformierungsbefürchtung falsch ist, kann man sich eigentlich auf einfache Weise klar machen. Stellen Sie sich mal vor, wir haben jetzt zwei Individuen und die greifen bei ihrer Identitätsbildung, wie erläutert, auf eine Reihe von kulturellen Mustern zurück. Dann wird es wohl so sein, dass sie vielleicht ein oder zwei Muster auch gemeinsam haben, aber in der Gesamtpalette werden sie auch ganz unterschiedliche Muster aufgenommen haben und von daher selbstverständlich verschieden sein, auch wenn sie in einigen Elementen, ich denke vorteilhafterweise, übereinstimmen. Und jetzt nehmen Sie den Extremfall. Nehmen Sie zwei Individuen, die ihren Identitätsmix aus genau den gleichen Elementen erstellen, dann wird es dennoch in den meisten Fällen so sein, dass sie diesen gleichen, meinetwegen fünf Elementen, eine unterschiedliche Gewichtung geben und sie in einer unterschiedlichen Anordnung verbinden. Was für den einen an erster Stelle steht, steht für den anderen vielleicht erst an dritter. Und so werden selbst diese Individuen, also in dem etwas unwahrscheinlich hohen Identitätsfall fünf gleiche Elemente, aufgrund der unterschiedlichen Gewichtung und Anordnung dennoch unterschiedlich sein. Also die Uniformität tritt nicht so leicht ein, wie diejenigen, die nicht wirklich analysieren, es behaupten. Aber es handelt sich um einen neuen Typus, sagte ich, von Unterschieden. Die Unterschiede bestehen jetzt nicht mehr auf die Weise, dass wir ein Nebeneinander von Monokulturen sozusagen im Weltmaßstab haben, sondern die Unterschiede sind Unterschiede von Individuum zu Individuum oder von Gruppe zu Gruppe bei einer insgesamt größeren Gemeinsamkeit. Ein großer Vorteil dieser neuen transkulturellen Identitäten ist, dass sie von den alten Problemen der separatistischen Differenz frei sind. Und ich denke, dafür könnte man auch einige Verluste an kultureller Vielheit in Kauf nehmen. Ich sage das ausdrücklich, ich könnte es mir ja leicht machen und das verschweigen. Da bin ich natürlich sehr angreifbar. Ich verstärke es noch.
Also, ich habe jetzt leider die Zahlen nicht im Kopf. Jedes Jahr sterben etliche Sprachen aus. Nicht wenige, ist so. Meine absolut angreifbare These, das ist in Kauf zu nehmen, oder das kann man in Kauf nehmen, ich sage nicht, man muss, aber man kann das in Kauf nehmen, wenn man sich klar macht, welche Gewinne an Verständigung durch den gleichen Prozess erzielt werden. Also ich denke, dass der nostalgische Lobpreis der alten kulturellen Diversität heuchlerisch ist. Er unterschlägt, dass das Insistieren genau auf dieser kugelartigen kulturellen Diversität ja regelmäßig zu Ausschlüssen, Verfolgungen und Kriegen geführt hat. Transkulturalität sehe ich eher als ein Element, das so etwas wie zu einer Weltinnengesellschaft passt und was einer friedlicheren Weltgesellschaft zuarbeiten könnte. Ich sagte vorhin, die unterschiedlichen Elemente können unterschiedliches Gewicht haben. Also es müssen nicht alle das gleiche Gewicht haben. Es wird oft so sein, dass ein Element den Hauptakzent bildet und umspielt ist von anderen Akzenten. Dass es sozusagen so ein Verhältnis gibt wie Standbein und Spielbein. Und dieser Hauptakzent kann durchaus noch immer oder erneut lokal oder regional oder national oder ethnisch bestimmt sein. Das ist sogar innerhalb der Transkulturalität weit verbreitet. Insofern haben wir nicht einen absolut dramatischen Bruch, sondern wir haben ein, wenn auch abgeschwächtes, Nachleben der alten Kulturform auch unter den neuen transkulturellen Bedingungen. Wünschenswert ist aus meiner Sicht nur, dass dieser Hauptakzent ein Standbein darstellt, das doch auch etliche Bewegungen des Spielbeins ermöglicht und zulässt. Oder anders gesagt, und doch halbwegs im Bild bleibend, dass dieser Haltepunkt, Standbein, nicht zum Klumpfuß wird, der alle weitergehenden Bewegungen behindert und ausschließt. Es ist mir oft entgegnet worden, ja, schön und gut, aber vielleicht so eine Utopie oder du kannst das vielleicht leben, aber normalerweise können wir das nicht leben, was du da erzählst und nicht mal du kannst es. Wir brauchen doch auch Verortung, Verwurzelung, Heimat. Gut, einverstanden. Meine einzige Aussage, also deswegen, ja, Sie sehen, ich habe ja nichts gegen Heimat und Verortung, Standbein, jawohl. Ich behaupte nur, es ist nicht so, dass das Steinbein, sagen wir mal, die Heimat, unbedingt sozusagen die naturwüchsige Heimat sein muss. Ich fühle mich in manchen, an verschiedenen Orten dieser Welt sehr, sehr zu Hause. Da jauchzt die Seele und da springt der Körper sozusagen und der Puls beschleunigt sich, wenn ich da wieder hinkomme. Die alten Stoiker sagten, ubi bene, ibi patria. Da, wo es gut ist, da ist Heimat. Ich schließe nicht aus, dass für jemanden, der im Bundesland X geboren ist, auf immer und ewig das Bundesland X die Heimat ist. Also ausschließen. Aber ich sage einen Satz dazu. Ich denke, dass eine Heimat, wirkliche Heimat, erst ist, wenn man sich auch angesichts anderer Möglichkeiten bewusst zu ihr entschieden. Sie sozusagen nachträglich auch eigens gewählt und bejaht hat und sie nicht nur deswegen hat, weil man zufällig dort geboren ist. Nur dann ist Heimat keine naturwüchsige, sondern eine kulturelle und humane Kategorie. Ich gestehe schon, ich bin allergisch gegen die Frage, where are you from? Denn dahinter steckt ja in den meisten Fällen diese Idee, aha, sag mir, wo du herkommst, dann habe ich ein Label, dann weiß ich ungefähr, wer du bist. Pustekuchen. Leute, fragt mich lieber, wo ich mich zu Hause fühle, dann wisst ihr etwas über meine Identität und ich denke, so ist es bei jedem. Ich
Ich komme zum Schluss. Ich trete einen großen Schritt zurück und frage, wie nimmt sich all das, was da im Blick auf heutige Verhältnisse ausgeführt wurde, wie nimmt sich dieser Trend zur Transkulturalität im Gesamtrahmen der Menschheitsgeschichte aus? Üblicherweise denken wir, dass wir Menschen beträchtlich unterschiedlich sind und freuen uns vielleicht an dieser Unterschiedlichkeit. Wir sind doch sehr unterschiedlich in diesem Raum, in dieser Stadt, in diesem Land, auf dieser Welt. Im Grunde sind wir verdammt ähnlich, unwahrscheinlich ähnlich. Also, und zwar weltweit, jedenfalls genetisch. Wenn Sie in Afrika eine Schimpansenpopulation untersuchen, genetisch, die da so in einem Umkreis von 50 Kilometern lebt, und die genetische Diversität vergleichen mit der genetischen Diversität der Menschen auf dem ganzen Globus, dann ist die bei den Schimpansen etwa 10-mal höher. Ist doch erstaunlich. Woher kommt das? Nun, ein erster Punkt. Wir sind ja ziemlich junge Gebilde, viel jüngere als die Schimpansen. Uns gibt es erst seit so 150.000, 200.000 Jahren. Ja? Homo sapiens, wir kommen alle aus demselben Pott, von einer afrikanischen Eva. Und in diesen 150.000 Jahren kann sich ja genetisch gar nicht so furchtbar viel getan haben. Also das ist eine Erklärung zunächst einmal, warum wir als diese extrem junge Spezies immer noch genetisch so einheitlich sind. Ein zweites kommt hinzu. Vor 40.000 Jahren ist in der Menschheitsgeschichte etwas sehr Dramatisches passiert. Bis dorthin reichte die sogenannte protokulturelle Periode, wo die Menschen eine starke biologische Evolution durchgemacht haben, genetische Veränderungen, Verlust des Haarwuchses, Aufrichtung, Modifikationen, was das Geschlecht angeht und so weiter. Starke biologische Veränderung schon in Verbindung mit ersten protokulturellen Erfindungen. Aber ab 40.000 Jahren kam es zu einer gigantischen Umstellung auf das, was man die kulturelle Evolution nennt. Von da an schritten die Menschen nur noch kulturell weiter. Und die kulturelle Evolution hat, aus Gründen, die jetzt zu lang dauern würde, zu erläutern, Biologen wissen das ohnehin, die kulturelle Evolution hat praktisch keine Auswirkungen mehr auf unsere Gene. Auch deswegen, weil seit 40.000 Jahren die kulturelle Evolution läuft und die sich nicht auf die Genetik auswirkt, sind wir so einheitlich. Also wir haben 160.000 Jahre nur an genetischer Entwicklung und eigentlich so knapp vor 40.000 war eine extreme Gleichheit garantiert. Es gab dann Auswanderungsbewegungen. Okay, ich will das nicht zu lang ausbreiten. Also, das ist die Erklärung dafür, warum die Menschen mal, nämlich bis vor 40.000 Jahren, extrem einheitlich waren und genetisch es geblieben sind. Aber jetzt blicken wir auf diese zweite Phase der kulturellen Evolution. Die kulturelle Evolution war natürlich eine Phase gigantischer Differenzbildung. Da haben sich, wie wir alle wissen, diese unterschiedlichen Kulturen gebildet und jeder wollte den anderen übertreffen, innerhalb der Kulturen und Kultur gegen Kultur. Es ist nur keine genetische Differenzbildung, aber eine immense kulturelle Differenzbildung. Kulturelle Distinktion war der wesentliche dynamische Faktor in diesem Zeitraum. In der Gegenwart scheint es, wenn etwas dran ist an dieser Diagnose der Transkulturalität, so zu sein, dass wir diese kulturell extremisierte Differenzbildung zurückfahren. Nicht abschaffen und zurückfahren im geschilderten Sinn. Die bisher hervorgetriebenen kulturellen Unterschiede fangen an, Verbindungen und Durchdringungen einzugehen. Und so scheint diese transkulturelle Periode eine neue Gemeinsamkeit zu befördern. Das hat, soweit
Also man kann sagen, schon Goethe hat so etwas gesehen, aber vor allem Max Scheler, der Mensch im Weltalter des Ausgleichs von 1927, hat dies schon sehr in diese Richtung phrasiert. Er war der Auffassung, ja, die Menschheitsgeschichte war sozusagen die Hervorbildung all dessen, was an kultureller Differenz möglich ist. Und jetzt beginnt ein Zeitalter, wie er es nannte, des Ausgleichs zwischen Ost und West, Mann und Frau und. Also ein Zeitalter der Verbindungen. Ähnlich Jaspers in seinem Gedanken einer zweiten Achsenzeit. Also ich hole mir diese Autoren sozusagen als Schutzgötter heran. Also die Idee wäre, ungeheure Gleichheit der Menschen, erste Phase, zweite Phase, die kulturelle Phase, extremisierte Differenzbildung und jetzt vielleicht Eintritt in eine dritte Phase, wo diese Differenzbildung gemildert wird, wo die bisherige Abgrenzungsdynamik in eine Dynamik der Gemeinsamkeit überführt wird und uns vielleicht dem Traum von einer Family of Man ein bisschen näher bringt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die ehrliche Antwort ist, ich teile Ihr Unbehagen. Die ausführliche Version ist, also ich habe das ja kurz angesprochen, dass natürlich Macht und Kapitalismus und dergleichen da hereinspielen. Die ausführliche Antwort, man könnte vielleicht mal, Sie haben gesprochen von sozialen Zuschreibungen. Mein Eindruck war, was Sie eigentlich im Auge haben, ist, dass diese Wahlfreiheit von Modellen, und in diesem Stil habe ich es beschrieben, eben nicht für jeden gegeben ist, sondern zumindest für manche mehr, für andere weniger, und dass das wiederum nicht kulturelle, sondern soziale, ökonomische Gründe hat. Okay, da stimme ich völlig zu. Haben Sie völlig recht und bin Ihnen dankbar für diese Ergänzung. Ich würde trotzdem noch sagen, selbst wenn ich also mit Menschen kommuniziere, die zum sogenannten Prekariat gehören, ist mein Eindruck, dass, also für die steht natürlich im Vordergrund was anderes, als ihren schönen Identitätsstrauß zu garnieren oder zu gießen und so weiter, ganz klar. Aber ich habe den Eindruck, dass auch die viel mehr als früher so etwas wie andere kulturelle Muster A kennen, B in sich haben. Also ich bin aufgewachsen in Situationen, wo es eigentlich so war, das andere war immer das Fremde und das heißt das Schlechte und das zu Negierende. Und jetzt gibt es Fälle, wo Leute, die zum Prekariat gehören, einem sagen, ja, aber schau mal, wie das in einer solchen, ich habe neulich im Fernsehen gesehen, da etwas aus Afrika, ja, sozusagen Wilde aus Afrika, aber wie die das organisieren, das wäre doch viel besser, so sollten wir es auch machen. Also mindestens solche Sachen kommen vor. Aber das hilft natürlich nichts. Es bleibt dabei, man muss diese soziale, ökonomische Schicht angehen, das ist klar. Ich sehe sie, ein Fachmann dafür bin ich nicht. Gut, also da ist wieder die eine Frage ist natürlich, was sind die Parolen der UNESCO und was ist die Macht der UNESCO? Das ist die Frage jetzt. Aber wenn man nur mal auf die Parolen schaut, da gibt es eben nicht nur das Bestreben, weltweit gute Bedingungen in Sachen Gesundheit zu schaffen, sondern die UNESCO hat in den letzten Jahren gerade das Thema Cultural Diversity aufgegriffen. Also das, hat das jemand bemerkt, dass das letzte Jahr das von der UNESCO als Jahr der Cultural Diversity ausgerufen worden war? Niemand bemerkt? Also ich war in, aber es, ich meine, es ist interessant. Also ich habe das ein bisschen mitgemacht, zufällig in Norwegen. Ein Land, wo der
Migrantenanteil sehr hoch ist. Und die norwegische Regierung hat das also unter dieser Perspektive aufgenommen. Wiederum natürlich im Blick auf Kulturveranstaltungen. Wie können wir unsere Kulturveranstaltungen so umorganisieren, dass dem Faktum besser Rechnung getragen wird, dass wir inzwischen ein so starkes Migrantenland sind und nicht mehr so sind, wie wir vor 30 Jahren waren. Und ganz nebenbei bemerkt, in Norwegen ist sowas zu machen ja kein Problem, denn die haben ja Geld, weil Öl. Also die UNESCO sieht beides. Und ich bin auch für beide Maßnahmen, die da erwähnt sind. Also natürlich, ich will es mal vielleicht so plastifizieren. Es gab in der deutschen Linken lange Zeit die Idee, Kapitalismus ist natürlich ganz schlecht. Und dann gab es einen Großtheoretiker, der demnächst 80. Geburtstag feiert. Und der hat uns also so einen Konflikt zwischen System und Lebenswelt erklärt und gesagt, die Probleme, die wir heute haben, resultieren daraus, dass die Probleme der Lebenswelt, die eigentlich über vernünftige Kommunikation gelöst werden sollten, nach anderen Regeln, Bürokratie und vor allem Ökonomie, geregelt werden. Und da war sozusagen der Kapitalismus ganz böse. Und dann hielt dieser Großtheoretiker, das muss so Anfang 90 gewesen sein, einen Vortrag beim Philosophenkongress in Leipzig und ich jedenfalls traute meinen Ohren nicht. Plötzlich war es anders. Plötzlich war der Kapitalismus, naja, also bei uns nicht so schlecht, aber wenn wir ihn nach China transportieren oder in andere asiatische Länder, dann hat er was Gutes. Denn auf dem Rücken dieses Tigers exportieren wir die Forderungen nach Menschenrechten. Und Habermas hat natürlich recht. Also mit dieser Version auch wieder recht gehabt. Es ist so, also ob man jetzt für Kapitalismus ist oder nicht, es ist de facto so, dass auf dem Rücken dieses westlichen Tigers, dieses Exports, auch die Ideale zugleich dort Fuß fassen, von denen wir meinen, mehrheitlich denke ich mal meinen, dass sie weltweit Fuß fassen sollten. Also etwas wie Menschenrechte oder was Sie angesprochen haben, eben gute Gesundheitsbedingungen für alle. Wir wissen natürlich auch, wie schwierig das selbst innerhalb der westlichen Welt ist. Also nehmen Sie die USA, nicht? Klar, wie weit wird Obama da kommen? Naja, wir warten es ab. Also die UNO sieht beides. Natürlich ist sie an Weltverbesserungen interessiert und da gehört natürlich Gesundheit dazu, aber es gehört auch dazu, dass in den Nationen geachtet wird auf diese veränderte Verfassung, also die UNO nennt es eben Cultural Diversity und ich würde es ein bisschen weitergehend transkulturell nennen. Also ich sehe da eigentlich keinen Gegensatz. Das kleine Problem ist, dass man, naja, also wenn man jetzt sagen würde, wir wünschen der UNO mehr Macht, dann würde natürlich jemand aufstehen und sagen, ja, aber Moment, da musst du erst dafür sorgen, dass die richtigen Leute dort sitzen. Und dann haben wir das übliche Problem. Abgebügelt, treffend beschrieben. Man könnte sagen, es kommt eine Karikatur nahe. Zu diesem Karikaturunwesen bei mir gehörte auch mal die Beschreibung. Also wenn man das ernst nimmt, was diese Leute, also so jetzt nicht Gadamers Niveau, sondern ein bisschen weit drunter, was die meinen, dann müsste man ja um so etwas wie Saint-Denis, also Gründungsbau der Gotik da im Norden von Paris, verstehen zu können, müsste man irgendwie dort aufgewachsen sein oder ein Franzose sein oder wenigstens nach Gadamerscher Dimension ein Abendländer. Wir stellen aber fest, Kunsthistoriker stellen fest, die besten Bücher werden von Amerikanern geschrieben, die eine völlig andere Sozialisation haben. Also wir stellen fest, der fremde Blick ist manchmal der viel bessere. Das können wir nach hermeneutischen Vorgaben nicht verstehen und eigentlich nicht glauben.
Aber das belegt, es muss was dran sein. Es muss was dran sein an dem Vorwurf, dass es hermeneutisch, also vieles mag hermeneutisch gehen, aber nicht alles. Und jedenfalls die letzten Grenzen bestehen nicht. Oder mit japanischer Kultur, also natürlich bin ich nicht der Auffassung, dass man so als Tourist hingeht und dann Kram sah und Verstand. So schnell geht es nicht. Also man muss sich natürlich hineinarbeiten, aber auch die anderen Erfahrungen, die man hat, können gerade hilfreich sein, etwas ganz Spezifisches zu finden. Also ich habe das Experiment gemacht bei einem der Philosophen, die als die schwierigsten gelten, Dogen, 1200 bis 1253, der erste Patriarch des japanischen Zen, habe jahrelang da, mich damit befasst und es dann mal gewagt, meine Interpretationen den japanischen Kollegen vorzusetzen. Und da waren nicht nur meine Freunde begeistert, also die fielen aus heiterem Himmel, ja, wie kann das sein? Ja, die dachten eben auch, Herr Meneutsch, wie kann das sein, dass der da etwas versteht, was wir eigentlich nicht verstanden haben? Gibt viele Beispiele. Tugend hat, um einen deutschen Philosophen zu nennen, Ernst Tugend hat, der an verschiedenen Orten gelehrt hat, jetzt emeritiert ist, zum Beispiel hat immer geschrieben, es ist einfach ein Vorurteil, dass die Verstehensmöglichkeiten des Menschen kulturell prinzipiell begrenzt seien. Es ist schwer, aber es gibt, gut, und das waren Indizien. Und wenn man jetzt die Theorie, wenn man was Theoretisches liefern will, für eine nicht wirkungsgeschichtlich eingeschränkte Hermeneutik, also die Gadamerscher oder die in Deutschland dominierende, dann muss man so etwas wie eine Universalhermeneutik anbieten. Ein Vorschlag, also Chomsky hat so etwas versucht. Ein anderer Vorschlag ist über die Universaliendiskussion, die seit den 80er Jahren gelaufen ist, wo man feststellt, ja, es gibt eben doch sehr basale Universalien, die allen Menschen gemeinsam sind. Mimische, emotionale, phonetische, Farbwörtereinteilung. Es gibt einige Dinge, wo wir ein tiefes, universales Fundament haben. Also ist es auch nicht ausgeschlossen, dieses Fundament zur Geltung zu bringen. Das muss man natürlich weiter ausbuchstabieren, aber so über die Universalien könnte man eine Hermeneutik entwickeln, die erklärt, dass das möglich ist, wovon ich Ihnen Beispiele gegeben habe. Ich glaube, ich fühle mich missverstanden. Von Friede, Freude, Eierkuchen habe ich nicht gesprochen. Von Konfliktlosigkeit habe ich nicht gesprochen. Ich bin Ihnen ja dankbar. Nein, ich bin Ihnen dankbar. Und jetzt kommt ja gleich die positive Antwort. Ich bin Ihnen dankbar. Es klärt das Profil und es klärt für uns alle die Sicht. Man kann allenfalls von einer Ermäßigung von Konflikten sprechen. Aber natürlich existieren mannigfache Konflikte und auch harte Konflikte, das ist klar. Nur, ich behaupte immer noch, dass diese Konflikte nicht typischerweise interkulturelle Konflikte sind. Folgendes. So in dieser Zeit, als ich das Konzept ausarbeitete und sehr viel gereist bin, hatte ich denn also oft sehr massiv, ganz, ganz intensiv den Eindruck, in irgendeinem fremden Land, Sprache beherrschend oder nicht, den kennst du doch. Und da habe ich nachgedacht, ach ja, das ist der. Oder der ist wie der. Also mein Eindruck ist, ich finde in meinem Umkreis, finde ich natürlich ganz unterschiedliche Auffassungen und da gibt es natürlich auch theoretische Konflikte und ökonomische Konflikte und dergleichen. Aber es gibt die gleichen Konflikte und die gleichen Typen sozusagen mit anderer Hautfarbe oder anderer Kriegsbemalung oder so woanders. Die Unterschiede zwischen den Menschen sind innerhalb einer Gesellschaft kaum größer als zwischen Gesellschaften. Also der chinesische Bauer versteht sich mit dem Bauern in der Uckermark prächtig und hat etwa die gleichen Probleme
Und das Gleiche gilt dann für Intellektuelle. Das ist nicht mehr interkulturell, das ist eher dann schon schichten- oder rollenspezifisch oder so. Also in der Extremform hatte ich mal geschrieben, so stark würde ich es heute nicht mehr schreiben, dass sich die Unterschiede zwischen Fremd- und Eigenkultur völlig auflösen. Also völlig ist ein bisschen übertrieben, aber das Entscheidende ist, ich habe innerhalb einer Kultur wahrscheinlich ganz ähnliche und wahrscheinlich ähnlich viele Konflikte und Unterschiede wie zu einer nächsten Kultur. Also sind die Unterschiede nicht typischerweise interkulturell. Insofern hilft uns die Interkulturalität da, Interkulturalitätsthematik nicht weiter, sondern da könnte man sozusagen, was weiß ich jetzt, in diesem Hörsaal Hermeneutik der Unterschiede und der möglichen Konflikte betreiben. Das ist übrigens das, was man üblicherweise Diskussion nennt, nicht? Also wir sind dabei. Ja, danke. Ich hatte ja die schon zum Angriff darauf eingeladen, in der Hoffnung, vielleicht befreit zu werden von dieser Auffassung. Zwei Bemerkungen. Also was mich manchmal aufregt, also obwohl ich ja, ich glaube, sehr grün zu sein, was mich aufregt, ist, also sind die Plädoyers für Artenschutz und Artenvielfalt, wenn sich das jetzt auf, naja, nicht gerade Mikroorganismen, aber auf extrem seltene Fledermausarten bezieht, die dann diesen Brückenbau in Dresden verhindern sollen und dergleichen. Also wenn ich das höre, den absoluten Vorrang und Schutz der biologischen Diversität nichtmenschlicher biologischer Arten, dann bin ich selber einer, der sagt, ja, hör mal, und die Vernichtung von menschlichen Arten, also von Kulturen oder Sprachen, das nimmst du hin, also da bin ich auf dieser Seite. Trotzdem denke ich dann, irgendwie, das ist die Evolution. Ich meine, wir sind ja alle auch herausgekommen aus Entwicklungen, in denen es die Regel war, dass Kulturen untergegangen sind, aufgesogen worden. Also manchmal, Santa Maria sopra Minerva, ja, also gibt es so Überlagerungen und Verbindungen, aber etliche Kulturen sind auch ausgestorben. Wir haben ein schlechtes Gewissen in Bezug auf die, die demnächst aussterben. Keiner hat ein schlechtes Gefühl in Bezug auf die, die längst ausgestorben sind, wobei das Aussterben vielleicht eine Bedingung für die Entwicklung der Kulturen waren, die zu uns geführt haben. Ich will nicht behaupten, dass das eine ganz saubere und zureichende Denklinie ist. Ich deute sie hier nur an. Irgendwo hat der Schutzgedanke auch Grenzen. Und beim biologischen Artenschutz sowieso und auch da. Also es scheint, also ich denke auch, dass Kulturen und Kulturentwicklungen irgendwie die Balance finden müssen zwischen dem Perennieren und der ständigen Veränderung. Der Altvater der Philosophie Platon hat zum Beispiel die ägyptische Kultur dafür gerühmt, dass sie 10.000 Jahre lang, und er betont, das sei wörtlich zu nehmen, haargenau die gleichen Statuen gemacht hat. Dass es also in dieser Kunst keine Stilveränderungen oder individuellen Abweichungen und dergleichen gab. Ich denke, eine Kultur, die 10.000 Jahre lang absolut nichts ändern würde, das ist kultureller Tod. Auf der anderen Seite kann man sich nicht vorstellen, dass eine Kultur, die jeden Tag ihr Grundgesetz umschreibt oder an geraden Tagen eins hat, an ungeraden keines oder so, also völlig flexibel ist, dass die überlebensfähig ist. Also es braucht ein Management zwischen bewährtem, Tradition und Veränderung. Das scheint auch in der Kultur zu gelten. Und so vielleicht auch in diesem Aspekt, dass es falsch gedacht ist, wenn man sagt, nein, Kulturen, Minoritäten müssen um jeden Preis erhalten werden. Ein anderer Aspekt ist, wenn ich in der Situation bin, also einen konkreten Fall jetzt vor Augen habe und ein Angehöriger bin, so wie Sie es beschrieben haben, der Dominanzkultur, die andere vernichtet, dann kann ich
sehr wohl, da habe ich jetzt keinen, nicht diesen evolutionären Aspekt, sondern habe ich einen Rechtsaspekt. Warum soll nur die Würde des Menschen, weil mit der Würde des Menschen, die unantastbar ist, meinen wir ja die individuelle. Ich kann ja irgendwie das weiterdenken und meinen, es gibt auch eine unantastbare Würde von menschlichen Gemeinschaften oder von Kulturen. Und dann kann ich sozusagen kämpferisch dafür eintreten, dass diese dominierende Kultur das nicht tut. Dafür habe ich Verständnis. In der diachronen Perspektive scheint es mir, lässt sich kein Argument entwickeln, sondern lässt sich eben eher ein Argument dafür entwickeln, dass nicht alles erhalten werden kann. Ich bin selber nicht zufrieden mit dieser Antwort. Man muss in verschiedene Richtungen denken oder vielleicht auch erstmal was trinken und dann nochmal denken. Völlig, ist es. Und das macht mich aber auch unzufrieden. Ah. Da muss ich mir eine Antwort einfallen lassen. Die könnte etwa folgendermaßen lauten. Also es geht ja in Sachen Kultur nicht, dass man sich einfach hinstellt und sagt, ah, Kultur sollte so und so sein, ja, am Reißbrett da eine Lösung entworfen und dann macht mal. Das funktioniert ja nicht. Sondern ein Kulturkonzept kann nur tragfähig sein, wenn es an Phänomene anschließt. Und woran ich anschließe, also inwiefern ich sozusagen das Kugelkonzept zum Ausgangspunkt habe, ist meine Auffassung, dass tatsächlich zu einer Zeit, als die Kulturen längst nicht mehr kugelartig waren, dieses Konzept noch gegolten hat. Nun kann ich ja nur ganz indirekt die Kultur verändern, meine Arbeit ist eine am Konzept. Also muss ich von diesem ausgehen und zeigen, wie sich das auflöst und wie das übergeht in ein Konzept der Verbindungen und dergleichen. Vielleicht die eine Bemerkung noch, ich bin ja auch der Auffassung, dass über Kultur zu reden, dem Typ nach etwas anderes ist, als über Natur zu reden. Nicht nur nicht dem Gegenstand nach, aber auch dem Typ nach. Wenn ich über Natur rede, wird die Natur dadurch nicht anders, ob ich was Richtiges oder was Falsches sage. Aber das Reden über Kultur, die Vorstellung von Kultur, eine zu haben, eine zu verändern, Konzepte von Kultur zu haben, haben auch eine Wirkung auf ihren Gegenstand. Wir betreiben Kultur, wir verhalten uns auch im Duktus von Vorstellungen, wie Kultur sein sollte. Also insofern ist da so eine performative Dimension drin. Deswegen, ich denke, dass so einen Vortrag zu halten oder dieses Konzept auszuarbeiten, nicht nur eine deskriptive und konzeptionelle Sache ist, sondern auch eine pragmatische Komponente hat. Also die Hoffnung ist, dass mancher vielleicht dann sein Kulturverständnis ein bisschen verändert und folglich ein bisschen anders kulturell agiert und folglich wird die Kultur, die reale Kultur, dadurch ein bisschen anders. Also die Vorstellung habe ich. Aber deswegen, also ich dachte eigentlich nur, ich muss vom alten Feind ausgehen oder von dem alten Falschen ausgehen. Denn selbst wenn, also wenn wir die beiden Gedanken verbinden, nehmen wir an, wir haben irgendeine Situation im 20. Jahrhundert. Der Kulturbegriff ist der Kugelbegriff. Die faktische Verfassung aber ist eigentlich schon transkulturell. Dann wird gleichwohl die Tatsache, dass der Kugelbegriff noch geherrscht hat, diese eigentlich schon transkulturelle Verfassung kugeliger gemacht haben. Also ich bedauere es sehr, nie einen Ruf nach Bielefeld gekriegt zu haben, denn ich lerne, das ist eine Universität, wie ich sie gerne erlebt hätte. Da geht es den Mitgliedern, egal in welchem Fachbereich, um Wahrheit. Meine Erfahrung, also Sie wissen ja nicht, wo ich überall war, ist eher, es geht um Fleischtöpfe, es geht um Macht, es geht um Eitelkeit, es geht um Ressourcen, es geht um Schülerschaften und all diesen Kram, der einem das akademische Geschäft so verleiden kann, dass man irgendwann froh ist, wenn man mal fertig hat, wie der Trapattoni sagte. Also,
Also das ist die eine Antwort. Die Schwierigkeit, also für mich jetzt die Schwierigkeit, liegt darin, dass Sie Kultur so etwas anders platziert haben, als ich es üblicherweise tue. Sie haben eben von den Fächern als einzelnen Kulturen gesprochen. Und so etwas ist ja irgendwie plausibel, wenn das nun Kulturwissenschaften sind, die sich auf faktische, also sogenannten Orchideenfächer, Ägyptologe und Orientalist und so weiter, beziehen. Aber Sie meinen ja jetzt Chemie und Mathematik und dergleichen als einzelne Kulturen, die... doch in Sachen Wahrheit überhaupt nicht streiten können. Also wenn Sie da einen Konflikt aufzeigen, dann fürchte ich, kann das nur, also den nehme ich an, kann das eigentlich doch nur der Konflikt um die Fleischtöpfe oder die Hörsäle oder Ressourcen oder die Universitätsspitze sein. Aber der Konflikt der Wahrheit, also ich wüsste nicht, wie Chemie und Orientalistik unter dem Aspekt Wahrheit in Konflikt stehen könnten. Also es gibt so ein paar Konflikte vielleicht zwischen Neurowissenschaften und Philosophie. Da haben Sie auch einen Experten hier an dieser Universität dafür. Aber sehr viele Konflikte gibt es da nicht. Aber es gibt ja ein Modell, wie man diese verschiedenen Kulturen universitär positiv instrumentieren könnte. Das ist das Modell der Transdisziplinarität. Also das ist ja die Idee, ja, zwar jeder macht sein eigenes und man kommt auch zusammen, man macht auch gemeinsame Veranstaltungen und jeder Studierende und die kommenden Generationen noch mehr erhalten Training auch in anderen Fächern oder genauer gesagt in den Aspekten anderer Fächer, die für das eigene Fach relevant sind. Also eigentlich wäre die Transdisziplinarität, von der ich jetzt nicht weiß, ob sie im Hauptbereich der Universität oder nur am CIF praktiziert wird, das Modell dafür. Das wäre Transkulturalität für den Fächerkanon. Ja, gut. Welcher Kulturbegriff? Ja, der, den ich schlicht eingeführt habe. Also... gilt wieder, nicht dekretieren, sondern der Sammelbegriff für diejenigen Praktiken, die wir verwenden, um ein Leben als menschliches Leben zu gestalten. Das scheint mir der Begriff für Kultur auf der inhaltlichen Ebene zu sein. Und da kann man dann viele Differenzierungen noch einbringen, aber das ist das, der Kern. Dann letztlich alle eine Kugel. Ja, aber da haben Sie jetzt natürlich eine Metaphasis begangen. Die Kugel, bei der ich lande, ist dann die Erdkugel. Das ist nicht eine Kulturkugel, die vergleichbar ist mit den früheren Kulturkugeln. Die Idee ist natürlich die, aber es gibt kein Kugelmodell für Kultur mehr bei mir. Sie können sagen, naja, aber du hast es so beschrieben, und das ist etwas, wozu ich ein bisschen neige, es gab eine ungeheure Produktion von Diversität über viele Jahrhunderte, 40.000 bis vor kurzem, und da ist alles ausgeschöpft und jetzt verbinden wir nur noch. Entsteht da nicht noch Neues, sonst wäre es eine geschlossene Kugel. Ja, natürlich kann auch Neues noch entstehen. Also das meine ich nicht. Ich meine nicht, wie Scheler es gemeint hat, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft seien. Also ich weiß es nicht, aber jedenfalls hat man kein Argument, so etwas auszuschließen. Also von daher fühle ich mich da nicht betroffen. Bei der Machtfrage kann ich nur das wiederholen, was ich vorsehe. Natürlich Machtfrage. Und natürlich kann man das, also Sie haben Homi Bhabha, also Postkolonialismus, man kann Feminismus, Nussbaum, aber das sind sozusagen Einzelausführungen, wobei ich von denen von Homi Bhabha nicht sehr viel halte, aber ist eine andere Schiene. Natürlich kann man in diesem, das ist ein sehr generelles Bild, kann man dann wieder differenzieren, jetzt einzelne Bewegungen untersuchen. Richtig, aber ich kann nicht im Generalbild einzelne Bewegungen
untersuchen. Und die Machtfrage, das ist, glaube ich, der einzige Punkt, an dem ich heute noch ganz bei Foucault bin. Foucault 76, Überwachung und Strafen, meinte, Freunde, wir haben ja viel betrieben an Kritik der Macht und dergleichen, aber was wir nicht gemerkt haben, also wir waren blauäugig dabei. Wir meinten selber in der Kritik und Analyse einen machtfreien Standpunkt zu haben. Und das ist der große Fehler. Und das ist der große Fehler, von dem die Kulturwissenschaften zu einem gewissen Grad, den meine Einschätzung will ich jetzt nicht näher quantifizieren, leben. Also es gibt so diese Kulturwissenschaftler und Machtanalytiker, die meinen, ihr eigenes diskursives Geschäft der Analyse sei machtfrei. Es gibt dann die noch schlimmere Version, die meinen, allein schon durch Aufklärung der Machtstrukturen seien sie beseitigt. Also das will ich hier niemandem unterstellen. Aber das ist eine ganz schwierige Frage. Das aufklärerische Geschäft, die Machtanalyse ist selber ein Machtakt. Auch das soll man nicht vergessen. Das waren diese drei. Wie stelle ich mir, also Visualisierung, statt der Kugel, naja, so Gemengelage, Fäden. Also ich gebrauche nicht das Bild, ich vermeide das Bild des Netzes, weil ein Netz die Assoziation hat, das ist zu fest. Ja? Aber Fäden, die durcheinander gehen, Elemente, die gemeinsam, das Bild des Rhizoms, solche, hilft das? Was fehlt? Ist nicht präzis genug? Das ist ein bisschen das Ding, der Mensch hat ja in diesem Kugelmodell so relativ den festen Platz, ist halt in irgendeiner Kugel. Jawohl. Und wo ist der Mensch in diesem Fädenmodell? Ist einfach ein Ausgangspunkt von Fäden oder einer, der was Fäden weiß? Oder? Also, sehr guter Punkt. Meine Idee ist tatsächlich, also meine, ich bin ein Individuumsakzentuierer. Meine Idee ist tatsächlich, dass der Einzelne ein Kreuzungs- und Verbindungspunkt unterschiedlicher Fäden ist. Und manche Fäden verbinden ihn mit dem Nächsten, manche hat vielleicht nur er entworfen, vielleicht hat ein Mensch mal irgendeinen Gedanken, den nur er hat, kann es ja auch geben. Also eigentlich der Einzelne ist ein Verbindungspunkt. Das meine ich mit diesem, wenn ich also Identitätsmix gesagt habe. So ein Kreuzungspunkt. Und zugleich sind die allermeisten dieser Fäden nicht Fäden, die der Einzelne aus sich herausgesponnen, kreiert hat, sondern das sind Fäden im sozialen Gewebe, im Gewebe der vielen Kulturen. Solche gibt es nicht. Aber ich werde versuchen, so zu tun, ja. Ja, ich fand, also ich bin, glaube ich, damit gerne, also ich fand das auch ein erfrischendes Plädoyer als Hinweis auf unser aller Liberalität. Das hat mir nicht gefallen. Und was mir aber gefehlt hat, oder was ich immer noch, also auch nochmal in Bezug gebracht habe. Also, ich versuche es. Also mit dem Wesenhaft kann ich nichts anfangen. Also vielleicht habe ich einen anderen Begriff von, oder wir haben unterschiedliche Begriffe von Wesen. Ich meine, was, also nehmen wir irgend sowas, eine kulturelle Praxis der Freundlichkeit oder so. Das hat natürlich seine Bestimmtheit. Alles hat seine Bestimmtheit. Das Pult hat seine, die Flasche hat eine Bestimmtheit, jede dieser Fäden hat eine Bestimmtheit. Aber das ist ja nicht wesenhaft. Also, damit kann ich nichts anfangen. Dass es seine Bestimmtheit hat, heißt einfach, es ist dieses und nicht etwas beliebig anderes. Das ist notwendig für alles Reden und alles Zeigen auf etwas und für ein jedes, was in der Welt ist. Also eine Bestimmtheit zu haben, die anders ist als die Bestimmtheit anderer Entitäten, Elemente, was immer, scheint mir einfach ontologisch notwendig und trivial zu sein.
Zur Frage der Macht, also jetzt bin ich doch langsam etwas erstaunt. Da gibt es anscheinend die Auffassung, dass es irgendetwas in einem machtfreien Raum gäbe. Das ist nicht meine Auffassung, wie ich vorhin relativ ausführlich zu explizieren versuchte. Alles hat einen Machtcharakter. Ich meine, dass ich hier dastehe, die Redezeit in Anspruch nehme, dass jemand, der rausgeht, vielleicht ein schlechtes Gewissen. Wir haben doch in jeder Minimalität stecken Machtverläufe. Und die Frage ist, ob wir uns da einig sind oder halbwegs einig werden oder protestieren und dergleichen. Also was Machtfreies kenne ich nicht. Und dass ein Mensch Bücher schreibt und publiziert und redet und dass Sie da so freundlich sind mitzuschreiben, das ist alles. Ich kann alles in Termini von Macht buchstabieren. Und das heißt zugleich, dass ich unterscheiden muss, wann das unsinnig wird und wann es etwas besagt. Und mein Hinweis war vorhin zu beachten, dass gerade die Machtanalysen mir manchmal den Eindruck erwecken, sich so auf dem hohen Ross befindlich zu glauben, so im reinen luftleeren Raum, genau das akzeptiere ich nicht. Also das nochmal ist im Grunde die Foucault-Antwort in Frage Macht. Aber jetzt die Verständigung über Vielfalt, Differenz, Lernen. Also meine Antwort oder mein Hinweis auf die Frage eines Teilnehmers, wie denn dann diese andere, die nicht Gadamersche Hermeneutik aussehen würde, da sagte ich zwei Sachen, die ich eigentlich auch auf Ihre Frage nochmal wiederholen möchte. Das eine ist, ich denke, dass der Mensch tiefere Schichten hat als die seiner kulturellen Herkunft. Das ist diese Schicht des Universalismus. Findet er Dinge, die er in sich hineinhorcht, findet er der differente Blick.